Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tät. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Bei mir geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um steigende Dividenden und steigende Kurse durch steigende Unternehmensgewinne. Und in diesem Video geht es um den DAX bzw. um die Aktien, die im DAX sind. Der DAX, der ist ja ein notorischer Underperformer, obwohl er die Dividenden in den Indexstand einberechnet, im Gegensatz zu anderen Indizes, die reine Kursindizes sind. Trotzdem schneidet er schlechter ab als die anderen Kollegen, im Regelfall jedenfalls. Und das stellt man sich dann zu Recht die Frage, taugen denn die Aktien, die da drinnen sind, überhaupt irgendwas? Also, Made in Germany, schön und gut, aber wenn die Unternehmen im DAX sind, dann ist es wohl eher Schrott. Oder vielleicht auch nicht. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Und zu dem Zweck gehen wir in den Aktienfinder und schauen dann einfach mal nach den Aktien, die was taugen. Wie machen wir das? Wir suchen uns erstmal einen Merkzettel aus, der die ganzen DAX-Aktien enthält. Das habe ich schon mal gemacht. Also ich habe hier quasi 30 Mal geklickt auf die entsprechenden Aktien. Das wären dann hier diese ganzen Aktien hier. Kann ich ja mal die volle Pracht zeigen. Und es sind hier jetzt alle DAX-Aktien alphabetisch sortiert, also 30 Stück. Wir zählen jetzt mal nicht nach, aber Sie können es ja gerne tun. Und jetzt haben wir hier schon ein Ranking und eine Auszeichnung. Also wir haben hier jetzt zwei Spalten mit Qualitätskriterien. Und diese Auszeichnungsspalte, die war quasi vor dem Ranking da. Und die hat feste Kriterien nach dem Motto Ja, Nein. Und wenn alle Kriterien erreicht sind, wenn also überall ein Ja ist, dann gibt es eine gewisse Auszeichnung. Das nur am Rande. Es geht jetzt eigentlich um diese Spalte hier, also um das Ranking an sich. Und diese Spalte Ranking definiert oder sagt aus, inwiefern eine Aktie für die eigene Anlagestrategie in Frage kommt. Also wie passt die Aktie zu mir? Und damit das Ganze sinnvoll ist, sollte das Ranking auf die eigene Anlagestrategie angepasst werden. Das heißt, wir müssen uns ja erstmal fragen, quasi, wer sind wir und was haben wir denn überhaupt für ein Anlageziel? Ich denke, dass diejenigen, die in DAX-Aktien investieren, die werden wahrscheinlich, sage ich mal so, eher auf Dividenden fokussiert sein und auch auf eine bestimmte Dividendenhöhe und die sind weniger auf überproportionale Kursgewinne aus, denke ich mal. Und dann würde ich das Ranking auch entsprechend anpassen. Es gibt hier bei mir schon unterschiedliche Rankings in meinem Profil. Ich würde dann einfach mal hier in dieses öffentliche Ranking Dividendenertrag gehen. Und es ist am Anfang, denke ich, ganz gut, wenn man die Sachen einfach hält. Das heißt, wenn man da einfach mal ein paar Kriterien wegnimmt und dann erstmal mit ein bisschen weniger arbeitet. Was heißt das jetzt in unserem Fall? In unserem Fall heißt das, wir sind ein Investor, der eine hohe Dividendenrendite bevorzugt, mit der er einsteigen kann. Das wären dann hier 3%. Er möchte aber, dass diese Dividenden sicher sind. Das heißt, die sollen in der Vergangenheit stabil verlaufen sein, das ist die Dividendenpolitik. Und die sollen auch unterfüttert sein durch wachsende Cashflows, also operative Cashflows in diesem, also stabile und wachsende Cashflows, hier 5% im Jahresmittel, ebenfalls noch zusätzlich gedeckt durch steigende Umsätze, ebenfalls 5% und stabil, also stabil steigende Umsätze, das ist das und das hier. Und dann wenden wir das einfach mal an. Und wenn wir das tun, dann hat sich jetzt diese Ranking-Spalte hier geändert, die auf alle DAX-Unternehmen auf unserem Merkzettel angewandt wurden. Und da sortieren wir jetzt einfach mal und gucken uns vielleicht das erstmal an, was dabei rausgekommen ist. So sollten wir alles im Blick haben. Und ja, das ist alles. Wir sehen, dass die Aktien, die relativ schlecht abschneiden, das sind auch die, die den Aktionären kein Glück gebracht haben und möglicherweise auch in Zukunft nicht bringen werden. Da wäre hier die Deutsche Bank. Dann unsere beiden großen Versorger sind hier ThyssenKrupp, Deutsche Telekom. Also hier ist es aber schon deutlich besser. Vielleicht kurz gesagt, ich würde versuchen dann, wenn ich so ein Ranking gemacht habe,
die Aktien in Betracht zu ziehen, hier so ab ungefähr 80 Punkten. Weil es ist normalerweise so, dass man dann, hier sieht man es ja auch, genügend Auswahl hat. Das heißt, man braucht sich da nicht mit den Aktien hier unten rumzuschlagen. Wir können trotzdem ein bisschen hier durchgehen. Wir sehen auch noch unsere, also zwei Autobauer hier unten. Die sind ja auch nicht unbedingt bekannt für stabile Dividenden. Die werden ja, wenn es gerade im Zyklus, Konjunkturzyklus nach unten geht, auch gerne mal gekürzt. Und dann haben wir zum Beispiel aber hier Beiersdorf. Beiersdorf hat eigentlich einen ganz guten Ruf, wenn man da jetzt mal näher reingucken will, warum das Ranking hier nur 57 Punkte hat. Dann kann man hier ins Ranking gehen und dann sieht man, woran es liegt. Und zwar bei der Dividende. Hier schneidet bei diesen Kriterien schneidet Beiersdorf schlecht ab. Zum einen ist die Dividendenrendite mit 0,77% unter den 3%, sodass hier dieses Kriterium nur zu 26% erreicht wird. Und der Zuwachs der Dividende auf 5 Jahre, der liegt bei 0%. Die Dividende wurde also gar nicht erhöht in den letzten Jahren, heißt das im Prinzip. Und stabil ist die Dividende, die ist also sozusagen, braucht man gar nicht die Grafik angucken, die ist also mehr oder weniger einfach konstant geblieben. So kann man das interpretieren. Während der Zuwachs im Cashflow und beim Umsatz ist nicht immer 100%, aber das ist dann eher wieder im oberen Drittel, würde ich mal sagen. Umsatzwachstum relativ schwach, dafür sehr stabil. Zuwachs des Cashflows stärker, dafür etwas weniger stabil, aber immer noch sehr relativ hoch. Das heißt, Beiersdorf ist schon ein gutes Unternehmen, so kann man das hier interpretieren, aus Profitabilitäts- bzw. Gewinnsicht. Aber für uns als Dividendeninvestor ist Beiersdorf nicht interessant, weil eben die Dividende nicht steigt und sowieso schon zu niedrig ist. Insofern erklärt sich dann das doch relativ schwache Ranking. Wenn wir da weiter nach oben gehen, dann sehen wir übrigens auch, dass die Dichte an Auszeichnungen zunimmt. Hier oben im unteren Drittel haben wir überhaupt keine. Hier haben wir mal was. Aber das ist Gewinnrakete und da spielt die Dividende überhaupt keine Rolle. Und dividendenspezifische Auszeichnungen fangen erst hier an bei Wirecard in unserem Fall. Jetzt haben wir hier diese Unternehmen. Da können wir vielleicht mal jetzt von oben nach unten gehen. Gerade eben ging es ja von unten nach oben. Dann haben wir hier zum Beispiel Continental. Und wir sehen ja dann auch die Kennzahlen. Jetzt mache ich das Ganze mal ein bisschen enger wieder hier. Dann sehen wir ja hier übrigens auch die Kennzahlen bezüglich der Dividende, Stabilität der Dividende zum Beispiel. Die ist nicht ganz stabil hier bei Continental. Die wurde also irgendwann wahrscheinlich mal gekürzt hier in der Finanzkrise. Natürlich Autozulieferer, ist dann vielleicht wenig überraschend. Andere Kennzahlen wiederum, wie der Zuwachs des Cashflows, Stabilität des Cashflows, die sind soweit okay und auch beim Umsatz. Und hier übrigens noch die ganzen fairen Wertberechnungen, die man theoretisch auch im Ranking dazu nehmen könnte. Wir haben dann zum Beispiel noch BMW. Und wenn wir uns BMW angucken, dann sehen wir was ganz Interessantes. Und zwar, das Ranking liegt bei 90 Punkten. Aber wir haben hier plötzlich eine 0% bei der Stabilität des Cashflows. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass es jetzt 10 Punkte Abzug quasi gegeben hat im Ranking. Ansonsten wären es 100% gewesen, wenn wir, also 100 Punkte, wenn das hier 100% gewesen wäre. Es sind aber immer noch 90%. Und so funktioniert jetzt eben dieses Ranking. Das heißt, die meisten einzelnen Kriterien werden gleich gewichtet, nur bei der Dividende haben wir eine Doppelgewichtung drin. Kann man dann im Handbuch nachlesen, in der Dokumentation auf dieser Seite hier. Und das führt dazu, dass eben Rankings noch einen hohen Wert haben können, auch wenn einzelne Kriterien nicht erfüllt sind. Und da kommt dann der Filter ins Spiel. Das heißt, wenn man sagt, ich möchte jetzt einzelne K.O.-Kriterien anwenden, also ich möchte zum Beispiel die BMW AG nicht drinne haben, weil ich möchte kein Unternehmen haben, dessen Gewinnentwicklung bzw. Entwicklung des operativen Cashflows so aussieht wie hier. Hier, also dass es mal hoch und dann wieder plötzlich ganz, ganz stark runter geht, das möchte ich nicht haben.
dann kann man einfach hingehen und das ist aus meiner Sicht auch Best Practice, weil es einfach da die Trefferquote nochmal deutlich erhöht von der Liste, die am Ende rauskommt. Sagt man dann einfach, okay, ich wende nicht nur ein Ranking an auf dieses Kriterium, sondern auch einen Filter, den ich etwas lascher setze, dann hier zum Beispiel 0,7. Im Ranking haben wir gesagt, wir wollen 0,8 haben für 100%. Aber im Ranking wird ja nichts rausgefiltert, das machen wir jetzt hier. Und dann setzen wir nur diesen einen Filter hier, mehr nicht. Und was passiert? Dann haben wir von den 30 Aktien im DAX nur noch 13, die übrig geblieben sind. Und BMW ist rausgeflogen, natürlich. Und jetzt haben wir hier diese Aktien noch. Und wir sehen, dass vom Ranking her, bis auf die Deutsche Lufthansa, kommen die alle schon entweder den 80 Punkten nahe oder sie sind sogar deutlich drüber. Und wir sehen auch hier wieder eine gewisse Auszeichnungsdichte, die das Ganze nochmal untermauert, die Qualität. Wir haben hier dann Aktien wie Bayer und Fresenius, Henkel, Adidas, SAP, Linde, Wirecard. Also alles Aktien, würde ich jetzt mal sagen. Und hier unten noch BASF, Covestro, das sagt mir jetzt nicht so viel. Aber im Prinzip hier oben alles Aktien, die beziehungsweise Unternehmen, die einen sehr guten Ruf haben und die ihren Aktionären nicht immer, besonders aktuell, Stichwort Bayer, Freude gebracht haben. Aber in der langen Sicht ist man noch mit diesen Unternehmen in Summe ganz gut gefahren. Auch Continental hat es abgegeben, aber gehen wir mal auf Continental drauf, auf die Kursentwicklung. Dann sehen wir doch, dass wir hier vom Tief mal bei 10 Euro auf sage und schreibe 251 Euro gestiegen sind. Das heißt, der Aktienkurs hat sich ver-25-facht. Und wer im Aktienfinder unterwegs war, der hat schon gewusst, dass der faire Wert weit überschritten ist. Das heißt, dass die Aktie ziemlich sportlich bewertet ist. Und jetzt nach dem Kursrückgang liegt sie doch sehr nah am fairen Wert, basierend auf dem operativen Cashflow, der auch der faire Wert ist, den ich präferieren würde, weil der operative Cashflow, das sieht man hier, stabiler verläuft als der Gewinn, der mal hier eingebrochen ist während der Finanzkrise. Also so quasi, und dann sieht man hier, dass es fast eine Punktlandung ist bezüglich der aktuellen Bewertung der Continental AG, die an sich auf lange Sicht den Aktionären durchaus doch Freude bereitet hat. Ist aber dennoch ein zyklischer Wert, sieht man natürlich hier, klar. Wenn man das nicht haben will, übrigens, dann könnte man einfach hingehen und hier auch auf den Gewinn ein Filter drauflegen, Minimum. Und was passiert dann? Wir sehen hier schon 0,65, dann ist eben auch die Continental weg. Dann bleiben hier noch 10 Aktien übrig. Auch die Lufthansa ist weg. Und die Auszeichnungsdichte ist noch enger geworden. Und jetzt könnte man quasi wirklich hingehen und von oben nach unten durchgehen. Und man hat jetzt sozusagen alleine über Algorithmen die qualitativ besten Unternehmen im DAX für seine individuelle Anlagestrategie ermittelt. Und es ist eine Riesenleistung, dass es ein Tool überhaupt kann. Und auf so eine einfache Art und Weise. Und wenn man jetzt sagt, man ist kein, das entspricht nicht der eigenen Anlagestrategie, man braucht keine 3% Dividende, man geht vielleicht, gibt sich mit weniger zufrieden, dann würde man das Ranking einfach entsprechend anpassen. Es gibt unterschiedliche Rankings. Die kann man zum Beispiel hier, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Dividendenwachstum, dann sieht das Ganze anders aus. Dann hat man zum Beispiel niedrigere Zieldividendenrendite. Was ich jetzt noch gerade kurz zeigen kann, das ist unser, ja, genau, das ist unser Ranking, so wie wir es verlassen haben. Ich habe jetzt gerade noch gesehen, wir haben jetzt einzelne Aktien hier drin, wie die Wirecard oder hier Merck, die sind noch sehr niedrig von der Dividendenrendite, die 3% war. Da würde ich dann hingehen und im Filter auch noch
Die Dividendenrendite zum Beispiel auf, sagen wir mal, mindestens 2%, größer 2% legen. Und dann haben wir jetzt nur noch drei Aktien. Und da könnte man sich was aussuchen. Und wenn es eben zu wenig ist, dann müsste man zum Beispiel auf mindestens 1% gehen, da hat man wieder mehr. Das heißt, was wir halt sehen, dadurch, dass es gerade eben zu wenig Aktien waren, ist einfach die Aussage bestätigt, dass im DAX nicht so wahnsinnig viel Unternehmen drin sind, die ihre stabile Gewinnentwicklung haben, auch stabile Entwicklung des operativen Cashflows und zudem auch noch eine relativ hohe Dividendenrendite von über 2% ausschütten. Das beißt sich irgendwo eine relativ hohe Dividendenrendite und eine sehr gute, sehr, sehr solides, stabiles Gewinnwachstum. Man kriegt aber, deshalb, das habe ich das glaube ich auch gezeigt, doch relativ gut hin, die besten Aktien für sich selbst rauszuziehen. Und das wäre dann im Prinzip ja auch schon das Fazit. Also es sind nicht alle Aktien im DAX gute Aktien, die meisten sind es nicht. Wenn ich jetzt mal Pi mal Daumen sagen sollte, schätzen sollte, würde ich sagen, vielleicht ein Drittel der Aktien maximal kommt wirklich dann für die persönliche Anlagestrategie in Frage. Also 30 Aktien sind es und hier haben wir jetzt zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, also knapp ein Drittel. Aber es gibt die Aktien und eben, wenn man es richtig macht, dann findet man sie auch und dann kann man auch mit DAX-Aktien glücklich werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht langweilig. Viel Erfolg beim Investieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.